nimmst du eigentlich als Spitzensportlerin den Behindertensport wahr? Denkst du, der bekommt genug Sichtbarkeit? Es ist mehr geworden in der letzten Zeit, aber gerade wenn man so die Olympischen Spiele ein bisschen verfolgt, merkt man schon, dass es ein bisschen wenig noch ist. Also da kann definitiv mehr gemacht werden, vor allem wenn man dann mitkriegt, auch, dass eben junge Athleten, so wie der Nico Langmann, sich qualifizieren für die Spiele in Rio zum Beispiel. Das ist schon eine gewaltige Leistung, glaube ich. Als Sportler hast du doch eine relativ große Präsenz in der Öffentlichkeit und wenn das gewissen Charity-Projekten hilft, dann ist es einfach gut, wenn man wirklich dafür wirbt und die ganzen verschiedenen Projekte unterstützt. Und ja, wenn man so sieht, was die Leute, die gerade an den Rollstuhl gebunden sind, so auch für sportliche Leistungen abrufen können, das ist Wahnsinn. Und ja, das ist einfach, ja, die haben einfach den größten Respekt auch verdient. Und genauso wie die mediale Präsenz. Und ja, deswegen finde ich das super, dass ich da Social and Friends unterstützen kann. Kommen wir schon zur letzten Frage. Was kannst du denn unseren behinderten Sportlern für ihre sportliche Karriere auf dem Weg mitgeben? Ich glaube, ihr seid die größten Vorbilder für uns alle. Macht einfach genauso weiter wie bis jetzt. Ich glaube, es zeigt schon gewaltige Leistungen und bleibt einfach dran, verfolgt eure Ziele und Träume.